Ist gutes Leben im hohen Alter möglich? Und wenn, wie ist es möglich? Oder kommt es gar bereits häufiger vor, als man denkt? Das gerade in Angesicht von Debatten über Multimorbidität und Demenz kann man sich kaum vorstellen, dass ein gutes Leben im hohen Alter möglich ist. Wir haben also bewusst diese Frage nach dem guten Leben im hohen Alter in den Vordergrund unseres Projektes gestellt. Und zwar haben wir das getan, indem wir einerseits Fragen untersucht haben, die mit populären Diskursen zu tun haben über das hohe Alter. Also was steht etwa in Ratgeberliteraturen oder in Zeitungen? Dazu gehört auch, welche Illustrationen oder Abbildungen finden Verwendung, wenn es ums hohe Alter geht. Und was können wir diesen Abbildungen etwa entnehmen und diesen Arten über das hohe Alter populär zu reden? Also etwa in der Bild-Zeitung oder in der Yellow Press, die ja besonders von einem bestimmten Teil des hohen Alters gern gelesen wird. Was liest man da sozusagen über sich selbst? Zum anderen haben wir Gespräche mit Menschen im fortgeschrittenen Alter geführt. Wir haben bisher über 75 Personen befragt, was für sie ein gutes Leben im hohen Alter bedeutet. Wie gesagt, mit voller Absicht haben wir nicht nach Problemen und negativen Seiten gefragt, sondern nach guten, zufriedenstellenden, ja, erfreulichen Seiten. Die Marburger Forschungsergebnisse werden Heinrich Grebe und Welf-Gerrit Otto in zwei dicken Dissertationen vorlegen, ergänzt durch die Bildanalysen von Christian Schlüter. Vorweg nur ein Grundproblem: Im Mainstream populärer Altersdiskurse herrscht ein ziemlich simpler Schematismus vor. Hier nochmal die beiden Ebenen, über die wir reden. Und hier der Schematismus der Argumentationen in populären Diskussionen. Entweder dominieren Metaphern wie Altenlast, Rentnerberg, dunkle Demografiewolken, oder es dominiert der formelhafte Appell, noch das hohe Alter aktiv, produktiv und erfolgreich zu gestalten, was immer das sein mag. Beide Sichtweisen aber limitieren das Leben im hohen Alter in dreifacher Hinsicht. Dreifache Limitation. Erstens wird das hohe Alter als Phase rapiden körperlichen und geistigen Verfalls beschrieben im Mainstream. Es wird also ein Defizit- oder Verlustdiskurs geführt. Zweitens wird bevölkerungspolitisch und versicherungsfiskalisch gemahnt und gewarnt, wer soll das alles bezahlen? Sie kennen das zur Genüge. Wer soll die wachsende Zahl von Hochbetagten versorgen und gegebenenfalls pflegen? Es wird also ein gesellschaftlicher Belastungsdiskurs geführt. Drittens wird ein gesundheitspolitischer Disziplinierungsdiskurs geführt. Man soll sich möglichst lange fit halten. Aktivität und Produktivität gelten als Garanten für erfolgreiches Altern. Und dieser Erfolg wird nicht nur medizinisch, sondern vor allem volkswirtschaftlich und fiskalisch gemessen. Es ist weniger belastend, wenn man gesund bleibt, für die Volkswirtschaft. Die Frage guten Lebens kommt im Mainstream populärer Diskurse entweder gar nicht zur Sprache, weil Verlust- und Belastungsdiskurse vorherrschen, oder gutes Leben findet sich reduziert auf einen disziplinarischen Modus, aktiv oder nicht, produktiv oder unproduktiv, diese banale Unterscheidung bestimmt die Optik. Besonders das hohe Alter kann dabei letztlich nur als unproduktive, ressourcenbindende Seite des Alters vorgestellt werden. Ja, man spricht allen Ernstes von Gefahren für die Weltwirtschaft. Sie sehen typische Überschriften, wie sie uns heute immer wieder begegnen, abgesehen auch von differenzierten natürlich. Das hohe Alter erscheint nicht selten als Krisen- und Schreckensszenario schlechthin, als Projektionsfläche für alles dasjenige am Alter, was sich nicht unter der Kategorie aktiv, produktiv und erfolgreich erfassen lässt. Gewiss, meine Damen und Herren, ich spitze zu, selbstverständlich finden sich in populären Debatten auch sensible und differenzierte Positionen. Aber der Gesamteindruck bleibt bestehen, alles in allem handelt es sich um erschreckend reduktionistische Repräsentationen des hohen Alters. Befragt man hingegen alte Menschen selbst, kommt eine Vielfalt von Aspekten guten Lebens zur Sprache. Wobei sich zeigt, dass gutes Leben einerseits als Frage bestimmter Lebensinhalte, konkreter Lebensumstände, Erfahrungen und Tätigkeiten gesehen wird,
Andererseits geht es um Lebensformen, um Einstellungen und Haltungen gegenüber dem Alter. Was die Inhalte angeht, so liegen die großen Themen oben auf: Gesundheit, Selbstständigkeit, soziale Sicherheit. Darunter aber sind es deutlich die kleinen und naheliegenden Ereignisse, Dinge und Momente, die Zufriedenheit und Freude bereiten. Der Besuch von Angehörigen, Freunden, Nachbarn, die Freude an Blumen auf dem Fensterbrett und im Garten, das Licht, wie es im Frühjahr ins Zimmer scheint. Darüber hinaus kommen die Befragten aber immer auch auf die Art und Weise ihres Umgangs mit dem Alter zu sprechen. Betreffende Aussagen lauten etwa: man darf sich nicht gehen lassen. Man darf sich innerlich nicht berühren lassen von Einschränkungen und Verlusten. Humor muss man haben und nicht alles zu ernst nehmen. Unabhängig von Lebensinhalten ist es offensichtlich die Form, die Fassung, Haltung und Einstellung ausschlaggebend für ein gutes Leben, gerade in Anbetracht von Verletzlichkeit und Endlichkeit. In diesem Sinne erklärt der bereits zitierte Schriftsteller Arno Geiger in seinem anrührenden Buch über den demenzkranken Vater: im Abschnitt seines Lebens angelangt, in dem seine geistige Kraft verging, setzte er auf innere Haltung. Etwas, das mangels wirkungsvoller Medikamente auch für Angehörige eine praktikable Möglichkeit ist, mit der Misere dieser Krankheit umzugehen. Ist das nicht toll, angesichts von Demenz, fortschreitender Demenz, innere Haltung zu bewahren? Auf die Haltung kommt es an. Aber welche Haltung ist gemeint? In unseren Gesprächen hat die 77-jährige Frau S., ehemalige Sekretärin aus Hessen, explizit das Wort cool verwendet, um ihrer Vorstellung von einer wünschenswerten Haltung gegenüber dem Alter Ausdruck zu verleihen. Meine Mutter, die war cool, also kühl. Bis zum Schluss: ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich möchte schon ganz gern diese Ruhe bewahren. Das wünsche ich mir eigentlich. Das ist die Voraussetzung, dass man das dann auch erträgt. Diesen Gedanken aufgreifend möchte ich von Alterscoolness sprechen. Mit diesem Begriff geht es mir um eine besondere Gefasstheit, also nicht nur um ein Altersbild, sondern um eine Gefasstheit und Haltung gegenüber dem Alter, nämlich um die gleichsam thermodynamische Fähigkeit, kühl zu bleiben. Und das heißt, sich nicht irre machen zu lassen von den Miseren des Alters. Distanz zu wahren, auf Abstand zu gehen und Abstand zu halten, nicht zuletzt durch Humor und Ironie. Diese Fähigkeit bezieht sich einerseits auf die eigene Existenz und Person, andererseits auf die äußere Welt, die Gesellschaft. Außerdem handelt es sich um eine Fähigkeit von Angehörigen und der weiteren Öffentlichkeit, mit Miseren des Alters umzugehen. Gemeint ist also eine umfassende Gefasstheit, ja Nonchalance und Indolenz gegenüber dem Alter, die uns bei nicht wenigen Gesprächspartnern begegnet ist. Alterscoolness sei vorgestellt als ein Habitus und eine Kunst des Alterns von sowohl subjektiver, persönlicher als auch objektiver gesellschaftlicher Tragweite. Zunächst möchte ich darlegen, was es mit der Coolness auf sich hat. Sodann möchte ich diese Überlegung auf das Alter übertragen. Ich gehe in drei Schritten vor: Coolness als Resistenz, Coolness als Habitus, Alterscoolness. Coolness als Resistenz. Gemeint ist selbstverständlich nicht jener Gebrauch des Wortes, der es heutzutage unterschiedslos auf alles und jedes anwendet. Sie wissen, alles ist irgendwie cool. Mir geht es um einen kritischen Begriff von Coolness, für den sich, abgesehen von antiken Vorbildern, die wir auch schon zum Teil heute genannt bekommen haben, von antiken Vorbildern der Ruhe und Gelassenheit, hauptsächlich drei Referenzen angeben lassen, orientiert an einer sozialen Dreiteilung. Coolness ist als Verhaltensform sowohl der Unterschicht als auch der Mittelschicht als auch der Oberschicht untersucht worden. Coolness gilt zunächst als habituelle Überlebensstrategie der Paria-Klasse im weißen Amerika, der schwarzen Bevölkerung. Im Zeichen von Diskriminierung, von Elend und Demütigung sei es aussichtslos und kontraproduktiv, mit heißem Herzen zu reagieren,
So heißt es in der Hymne auf die Coolness, die der schwarze Politiker und Poet Marcus Garvey 1927 geschrieben hat. This is what you ought to do. Let no trouble worry you. You can win if you will try. Keep cool. Keep cool. Coolness etabliert sich bis hin zum Cool Jazz als ein Habitus entspannter Selbstbeherrschung, kontrollierter Lässigkeit, souveräner Improvisation. Coolness tritt auf als eine Technologie des Selbst im Widerstand gegen die Verweigerung von Lebenschancen, besonders von Anerkennung und Respekt. Am gegenüberliegenden Pol der gesellschaftlichen Hierarchie entwirft die europäische Avantgarde der 20er Jahre im Anschluss vor allem an Friedrich Nietzsche eine Verhaltenslehre der Kälte. Wiederum handelt es sich um eine Technologie des Selbst, nämlich des aristokratischen und ästhetischen Subjekts, im Melting Pot der Massengesellschaft nicht bis zur Unkenntlichkeit gleichgemacht zu werden. Nicht zuletzt Helmut Plessner formuliert in seiner Kritik der Gemeinschaft diesen Gedanken von Coolness als Grundform distinktiver Resistenz. Es geht darum, Haltung, Fassung und kühlen Kopf zu bewahren in einer Gesellschaft, in der es in vielerlei Hinsicht zu heiß ist. Sei es durch allfällige Regulierungen des Lebens, sei es durch eine Tyrannei der Intimität, des Zunahetretens. In der Mittelschicht etabliert sich Coolness ebenfalls seit den 20er Jahren als eine Form der Affektmodellierung, die darauf angelegt ist, die eigene Person zu behaupten und Aufstiegschancen zu sichern. Es geht um Abkühlung von Leidenschaften zugunsten pragmatischen Handelns, unideologisch. Es geht darum, Peinlichkeiten aller Art zu vermeiden und die Persönlichkeit vor Bloßstellungen zu schützen. Ich möchte nun auf den gemeinsamen Modus der Distanz und Resistenz abheben. Dafür berufe ich mich auf Georg Simmel und seine Schrift »Die Großstädte und das Geistesleben« von 1903. Darin wird für den Querschnitt der sozialen Schichten und Milieus formuliert, was noch heute unter kritischer Coolness verstanden werden kann. Coolness kann demnach als eine Einstellung und Haltung der Resistenz aufgefasst werden, mit der einzelne Akteure, Zitat, ihre Selbstständigkeit und Eigenart behaupten. Es geht um Selbstbehauptung gegenüber einer Gesellschaft, die die Bedeutung des Individuums zu einer Quantité negligible herabdrückt. In alledem wirkt das gleiche Grundmotiv. Der Widerstand des Subjekts in einem gesellschaftlich-technischen Mechanismus nivelliert und verbraucht zu werden. Übertragen auf heutige Altersdiskurse heißt es, die großen Verlust-, Belastungs- und Schreckenserzählungen nivellieren die Sicht auf die Lebenswirklichkeit von Menschen im fortgeschrittenen Alter. Und sie formieren dieses Leben durch einen banalen Urteilsmechanismus, Erfolg oder Scheitern. Dagegen bildet Alterscoolness einen Modus der Resistenz, eine Haltung der Distanz, um nicht zu sagen stoischer Gelassenheit, gegenüber einer überdeterminierten, überspitzten und überhitzten Debatte. Coolness als Habitus. Coolness ist eine Konstitution des Selbst, im Widerstand dagegen durch vorherrschende Diskurse nivelliert und verbraucht zu werden. Konstitution aber heißt, dass es sich nicht nur um eine intellektuelle Urteilskraft und Entscheidungsmacht handelt, sondern auch um eine personale Verfassung, die den ganzen Menschen umfasst. Diese Ganzheit untersucht Simmel unter drei klassischen Aspekten: Leib, Seele und Geist. Zugeordnet sind drei Begriffe, die den Widerstand des Subjekts charakterisieren, also dasjenige, was den Habitus der Coolness insgesamt ausmacht. Indifferenz, Reserviertheit und Reflexivität. Indifferenz bezeichnet den leiblichen Widerstand des Subjekts gegen die Zumutung, nivelliert und verbraucht zu werden. Indifferenz heißt, so Simmel, gegen die ungeheure Organisation von Dingen und Mächten standzuhalten, indem man emotional auf Abstand geht. Aber nicht nur gegen äußere Formierungsmächte, sondern auch gegen Zumutungen des inneren Lebens, gegen physische und psychische Beeinträchtigungen, wappnet sich das Individuum mit einer emotionalen Haltung, mit emotionaler Indifferenz.
Das heißt, es geht auf sich selbst auf Distanz, zu sich selbst auf Distanz, indem es sich von den eigenen Miseren zwar beeindrucken, aber nicht das ganze Leben verderben lässt. Das geschieht weniger durch anstrengende Akte der Selbstdisziplinierung, so Simmel, als vielmehr mit emotionaler Nonchalance. Coolness ist eine Form der Affektmodellierung, die sich sozusagen beiläufig einstellt. Auf übermächtige Zumutungen äußerer und innerer Art antwortet der Leib mit Indolenz. Und das ist mit Abkühlung der Sinne etwa auf den Hans-im-Glück-Modus, über den Hans Grebe gleich sprechen wird. Reserviertheit bezeichnet den seelischen Widerstand des Subjekts, zu einer Quantité negligible herabgedrückt zu werden. Es handelt sich um eine Seelenstimmung, die Zurückhaltung vor allem im Verhältnis zu anderen Menschen verlangt. Reserviertheit steht nach Simmel für den Anspruch des Individuums, die Selbstständigkeit und Eigenart seines Daseins gegen die Übermacht der Gesellschaft zu wahren. Und sie steht für die Bereitschaft, anderen gegenüber die gleiche Distanz einzuhalten. Noch die Sicht des Individuums auf sich selbst ist davon bestimmt. Der Einzelne zeigt sich resistent gegen andere wie gegen sich selbst, indem er cool bleibt, gerade auch im Ausdruck, in seinem expressiven Gebaren. Man mutet den anderen seine Probleme nicht zu, ebenso wenig, wie man von anderen als Problemfall behandelt werden möchte. Reflexivität schließlich bezeichnet den geistigen Widerstand des Subjekts gegen sein Verschwinden. Es ist unerlässlich, sich intellektuell zu distanzieren, sagt Simmel, nämlich kritischen Abstand von der Übermacht äußerer Anforderungen wie von der Unmittelbarkeit innerer Zumutungen zu gewinnen. Damit aber wird das, worauf Leib und Seele eingestimmt sind, rational eingeholt und kultiviert. Indifferenz und Reserviertheit gehen in den Habitus intellektueller Resistenz über, und zwar noch im Angesicht des Todes. Ob ich das bis zum Schluss durchhalte, sagt Frau S. aus Hessen, das weiß ich nicht, ob ich zaghaft werde oder so. Aber das wünsche ich mir, vorbildlich zu sterben, wie mein Großvater. Als der meinte, seine Stunde sei gekommen, hat er sich schnurstracks ins Bett gelegt, die Hände über der Brust gefaltet und wollte in Ruhe gelassen werden. Der Glaube mag behilflich sein, Haltung zu bewahren. Alles, was mir passieren kann, auch diese wahnsinnigen Schmerzen, egal was, ich lege es in die Hände Gottes, erläutert die 95-jährige Frau K. aus Frankfurt ihre Fähigkeit, trotz aller Einschränkungen und Schmerzen Ruhe zu bewahren. Zusammenfassend lässt sich sagen, Coolness ist ein Habitus subjektiver Selbstbehauptung, gerade in Grenzsituationen, in Krisen der Verletzlichkeit und Endlichkeit. Coolness bringt das Kunststück fertig, nicht zuletzt durch Ironie und Glauben, noch der eigenen Misere zu widerstehen, ohne Verluste, Ängste, Schmerzen etwa zu verdrängen oder zu beschönigen. Überdies ist Coolness ein Habitus objektiver Selbstbehauptung. Sie ermöglicht es, äußeren Anforderungen und Zumutungen mit souveränem Eigensinn zu begegnen. Ich komme zum dritten und letzten Punkt, Alterscoolness. Die großen Verlust-, Belastungs- und Bedrohungsdiskurse dramatisieren die Frage nach dem hohen Alter in geradezu existenzieller Weise. Stets ist die Frage, was ein alter Mensch noch kann oder eben nicht mehr kann. Er kann nicht mehr gut laufen, aber im Kopf ist er noch ziemlich fit. Ein simpler binärer Code, Erfolg oder Scheitern, beherrscht die öffentliche Debatte über das Altern. Und diese Optik stellt das Leben im hohen Alter alles andere als gut dar. Vielmehr erscheint es als eine alltägliche Tragödie. Noch fit, aktiv, produktiv oder schon nicht mehr, das ist hier die Frage. Und mit dieser Frage wird unterstellt, dass sich die Gewichte immer mehr aufs Nicht-Mehr verlagern. Diesem Urteilsschematismus durch eine distanzierte und resistente Haltung zu widerstehen, diese Möglichkeit ist es, die ich auf den Begriff Alterscoolness zu bringen versucht habe. Es handelt sich um eine Haltung, mit der Menschen darum bemüht sind, den Herausforderungen und Zumutungen des Alters mit entspannter Selbstbeherrschung, kontrollierter Gelassenheit, souveräner Improvisation zu begegnen.
Vor allem geht es darum, Souveränität zu behaupten. Souveränität einerseits gegenüber reduktionistischen Repräsentationen des Alters. Das wäre eine Haltung der Resistenz gegenüber äußeren Zumutungen. Wobei es derzeit vor allem darum ginge, die banale Alternative von Erfolg und Scheitern zu durchkreuzen. Souveränität andererseits gegenüber sich selbst. Man muss seine Krankheiten mental auf Distanz halten, sagt meine 91-jährige Nachbarin aus Marburg, ehemalige Krankenschwester. Sonst überwältigen sie alles, bis nichts mehr von einem übrig ist. Alterscoolness wäre also zugleich eine Haltung der Resistenz auch gegenüber inneren Problemen, etwa gegen das so oft zu beobachtende Abdriften in eine Spirale manisch-depressiver Krankheitserzählungen. Sie werden es alle kennen aus den Kaffeeklatschrunden, wo also eine Krankheit die nächste jagt und eine Arztgeschichte die nächste. Resümierend möchte ich sagen, Alterscoolness gehört zu denjenigen Lebenskünsten, mit denen Individuen versuchen, eine Kultur guten Alterns zu gestalten. Es handelt sich um eine habitualisierte Technik des Sich-Entziehens, wobei der Entzug darin besteht, innerer und äußerer Überhitzung gleichsam thermodynamisch zu begegnen. Durch Abkühlung Abstand gewinnen, durch Abstand Souveränität gewinnen, das wäre Sinn und Zweck dieser Art von Kälteübung. Darüber hinaus sehe ich in der Alterscoolness einen möglichen Rahmen für einen anderen öffentlichen Umgang mit dem hohen Alter. Wäre es nicht an der Zeit, die hitzige Debatte um Verluste, Belastungen und Bedrohungen abzukühlen? Auch der Öffentlichkeit ist mehr Resistenz und Distanz anzuraten. Zu fordern wäre eine diskursive Coolness, die nicht zuerst fragen würde, ist ein Mensch noch produktiv? Oder was kostet er die Solidargemeinschaft? Sondern welche Möglichkeiten bestehen oder zu schaffen wären, damit eine Kultur guten Lebens im hohen Alter sich entfalten kann. Dankeschön.